herzlich willkommen zurück zu Banished. Nicht. Du bist ein bisschen banished, glaube ich. Ja, das Spiel hat uns erwischt. Und wir spielen immer noch zusammen im Koop-Modus mit mit Irrlichtart. Ich will immer noch Lalati Finwazern. Ich bin das so gewöhnt. Koop? Sagt ihr, gibt's nicht? Gibt's doch. Wir spielen nämlich denselben Seed. Ich weiß, das erkläre ich jede Folge, aber falls ihr jetzt zum ersten Mal einschaltet, denselben Seed und wir haben an derselben Stelle gestartet und spielen einfach so nebenher. Das ist dann die bezaubernde Stimme, die ihr die ganze Zeit im Hintergrund hört. Bezaubernde Stimme, Valerie. Stimme so bezaubernd ist. Die bezaubernde Stimme. Wie so Kreissee, so bezaubernd ist die. Wie das Geräusch eines Hammers, der auf den Amboss trifft. Der Mensch dahinter ist gar nicht so schlimm, wie er sich im Internet anhört. Das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das charmant oder gemein ist. Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal geantwortet, der Höflichkeit halber. Das war wenigstens ähnlich. Die Straße hier muss noch fertig gebaut werden. Hier will ich Straße haben hier. Die ist noch nicht fertig gedördet. Ah, jetzt ist endlich mal das ganze Eisen hier weg. Das heißt, hier kann Bäume wachsen. Hier ist nur Wald. Da gehört wirklich nur dem Förster später. Ist jetzt immer, also ist noch Herbst? Dann brauchen wir diese Steine hier, müssen weg. Die sind unserem Forester nämlich im Weg. Also es kommt alles weg, was Stein und Eisen ist. Hier wird nur ein Waldstreifen. Ich hoffe, das klappt. Hier oben wächst wieder Wald nach. Das heißt, der Forester kann jetzt auch bald wieder sein Ding machen. Und wir bekommen Nahrung. Jawohl, Gabbage füllt sich wieder auf. Paprika, Fleisch. Wir haben wieder vier Leder. Und die warme Kleidung sinkt. Warme Kleidung sinkt, ist schlecht. Ich muss den Taylor dann wieder einstellen, dass der so schnell es geht noch ein bisschen Leder, warme Kleidung macht. Vielleicht könnte ich aber auch... Ey, wo ist mein Tool? Mein Gedönstool? Mein Jagdtool? Hier. Vielleicht könnte ich auch den Dreijäger einsetzen. Ich habe Angst, dass dann zu viel gejagt wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen hier ein paar Häuser hin. Dann machen wir hier den Brunnen hin. Brunnen, Bahn, kommt alles hier hin und dann hier noch ein paar Häuser. Und dann können wir hier weiterbauen. Lagerplatz. Wo ist denn die Farm? Die Bahn. Da. Storage Bahn. Hier die Storage Bahn. Die jetzt auch noch nicht gebaut wird. Ich platziere nur mal als. Dann hier noch den Lagerplatz. Mal vorbaut. Ja, ist ja nur mal wissen könnt. Und dann hier den Lagerplatz. Man kann hier bestimmt der Brunnen hinten dran, wunderbar. Das wäre doch was. Geht der Brunnen jetzt hier hinten dran? Wo ist er? Brunnen? Falls ein Feuer ausbricht. Da ist der Brunnen. Ja, fast. Setze ich das einfach hier so hin. Dann ist er direkt begehbar. Da kommt hier der Brunnen hin, der auch noch nicht gebaut wird. Au pasieren. Ah, so ist es Winter. Es ist Herbst. Oh, ho, ho. Herbst um 0 Grad. Ernten wir die Kohlköpfe ab, Leute. Das ist genau das tritt nämlich gerade in, was ich gesagt habe. Aber jetzt ernten sie noch schnell die Kohlköpfe ab. Die jetzt kaputt gehen, das werden das nicht. Wenn ich stelle es kurz hoch, dann sind sie ja schneller. Nee, sind dran. Es sind nur noch vier über. Jetzt hat er sie alle abgeerntet. Fast bis auf zwei. Aber das soll es nicht machen. Wir haben gut eingelagert wieder.
So, ich spaltiere die Straße. Das soll dann im Endeffekt dann so aussehen. Mach mal diesen dämlichen Baum weg. Und dann wird gebaut. Jawohl. Wir brauchen keine Feldmänner mehr, keine Farmer mehr. 1, 2, 3. Habe ich jetzt Walnüsse bekommen? Tatsächlich, 304 Walnüsse. Geil. So. Jetzt. Klatschen wir rein. 8 Laborer, 2 Bauarbeiter. Und los geht's. Leute, lasst euch fliegen. Wir haben kein Holz. Das ist wirklich, Holz ist so kreblich. Holz ist so kreblich zu sammeln. Tut mir leid, Rhea, aber ich brauche Holz. Ich brauche ganz dringend Holz. Feuerholzreserven sind low, ja. Yep, kriege ich mit. Wenn wir wenigstens... Haben wir noch Leder? Nee, Leder nimmt ja komplett mit, aber warme Kleidung. Was macht der Taylor? Ah, wir haben kein Leder mehr. Vielleicht mal noch einen Jäger mehr machen. Komm, Jäger 3. Dann brauchen wir den Taylor nämlich auch gerade nicht, wenn wir kein Leder haben. Ist der nämlich auch schwachsinnig. Was ist das? Ah, der Quarry. Quarry wird gebaut. Sehr geil. Dann ist unser Steinproblem vielleicht erstmal bald ein bisschen gelöst. Irgendwie. Ja, was? Ich hoffe, mein Farmer ist ja, glaube ich, nicht so, wie es solle. Ja, bei mir ist auch früher kalt, Gent. Nee, ich habe noch Spring, aber die pflanzen einfach nicht weiter an, obwohl ich wirklich alle 6 hingestellt habe. Oh, 6 Stück. Ja, eigentlich müsste die ja... Schade. Männers. Also Essen ist gut. Baut. Jawohl, der Quarry wird gebaut. Alles auf Pause. Vielleicht baue ich dann hier mal den Markt und dann den Händler und so hin, dass ich mal Kühe kaufen kann. Trading Post, ja. Komm, nehme ich hier mal ein paar Häuser hin und dann geht's weiter. Holz ist ziemlich Mangelware, weil, boah, bin so viel am Bauen. Ich pausiere das Achmo und lass einfach mal den Forester jetzt weiterbauen. Ja, ja, Forester. Oh ja, der kann gebaut werden, der wird gebaut. Geil, zweiter Forester. Endlich. Dann hoffe ich, dass das mit dem Holz jetzt... Ich tue die ganze Zeit mein Holz nur gewinnen, indem ich manuell abbaue. So gefühlt.
Fleischmod 3. Oh, ich mache mal 4 Forester, ne? Vielleicht geht das ja dann auch. Ich habe auch wenig Forester eingestellt gehabt. Feuerholz sehr niedrig, ja. Das liegt an meinen Forestern. Die kommen nicht hinterher. Minus 12 Grad. Oh. Leute, geil. Werden mehr. Es werden mehr. Und bald ist mein Steinbruch fertig. Juhu, holla die Walla, holla die Boller. 97, 98, komm schon. Steinbruch. Gib ihm. Gespannt, wie er aussieht überhaupt. Haben noch 1%. Ja, Mann, da ist der Steinbruch. Steinlimit 200. Ja, 200 Steine kann man was anfangen. Dann brauchen wir Leute, die im Steinbruch arbeiten. Ist das der Stonecutter? Ah ja, der Stonecutter ist das. Lass mal 2 Stück im Steinbruch arbeiten. 15 Leute gehen da rein. Boah, dann machen wir doch lieber 3. Kommt zwar dann langsam nach, aber egal. Jetzt als nächstes den Forester bitte. Und dann erstmal die Gebäude, die wir hier überhaupt gebaut haben. Oder bauen wollen noch. Gibt hier noch Garbage angepflanzt. Ich brauche eben 4 Farmer. Mindestens, eigentlich sogar 5, wenn der Frühling wieder losgeht. Aber da brauche ich die Bauarbeiter nicht. Bauen tun wir nur über den Winter. Ich habe wieder 4 Leder. Ich wieder versuche, alles irgendwie schön anzulehnen. Ich versuche, so ein Zwischending zu finden, zwischen nützlich und schön. Ja, ich auch. Sie bin ich gerade so still. Später Winter, jetzt kommt der Frühling bald wieder, wunderbar. Ich hab gerade überlegt, ich hätte irgendwie gerne so einen optischen Platz in der Mitte. Das eigentlich ist Bullshit. Aber es wird mir gut gefallen. Wie es halt so ist, ne? Ich glaube, ich mach das jetzt einfach so. Ihr könnt mich mal. Dann ist es halt eben operativ. Einfach weil ich German han. So. Beste Begründung. Weil ich's gern man han. Weil ich's man han. Punkt. Ich liebe den Satz. Verdammter Mist. Aber hey, ich kann Stein. Das ist schon mal gut. Später Winter, bald ist Frühling. Wunderbar. Ja, die Quarry ist aber ach ne. Riesig, riesig. Alter. Ich holla die Waldfee. Die Stelle, wo die jetzt ist, mit der gebe ich mich zufrieden. Da kann ich die von mir aus bleiben. Ich glaube, es hässlich wird. Deswegen bin ich jetzt gerade überlegen, wo ich das Riesenteil hinsetze. Ich habe sie schön positioniert, glaube ich. Doch, mir gefällt sie sogar, glaube ich, da, wo sie ist. Mir gefällt sie da, wo sie ist. Ja, es geht in Ordnung. Geht da oben in Ordnung. Im Dreck ist sie in Ordnung.
Ansonsten läuft. 23 Leute, 10 Kinder. Und ein paar Gebäude zum Fertigbauen, bevor wir uns jetzt ausbauen. Aber die Herzen gehen immer niedriger, ey. Ah, wegen Feuerholz. Obwohl, ich hab doch Feuerholz. Ah, vielleicht könnte ich mal noch einen zweiten. Wo ist der zweite? Der Feuerholzmann, der Woodcutter. Einer von einem. Nee. Gibt nur einer. Aber der hat die ganze Zeit kein Holz gehabt an sich. Vielleicht war es das. So, früher Frühling. 1, 2, 3, 4. 5 Farmer. Gebaut wird nichts mehr, es wird nur ein Laborat. Oder doch Bau. Das Gebäude ist ja fertig, das muss ich nur noch fertig bauen. Bau das fertig. Da muss ja nichts mehr hin und her getragen werden. Gute Steinbruch, da ist er. Mit dem einen Arbeiter, einen einsamen Arbeiter, der die Steine da rauskloppt. Der arme Kerl. Jawohl, mein Forester ist fertig. Geil. Komm schon, ich hoffe, jetzt gibt's Holz. So, Bauer brauchen wir jetzt gerade keinen. Einer, der baut, ne? Machen wir das mal weg und machen ein Laborat draus. So, dann wird hier noch Garbage angepflanzt. Bisschen Nahrung wieder produzieren. Und du hast nochmal, der Taylor hat nochmal, kann keine Kleidung herstellen, weil kein Leder. Doch, 10 Leder. Aber ich hab noch ein Laborer. Sehr geil. Ein Taylor mehr. Machen wir Kleidung. Wir haben 47 Iron Tools. Geil, dann kann ich bei deinem Schmied auch mal bald in Ruhestand schicken, erstmal. Haben wir nochmal einen Arbeiter mehr. So, ich wollte noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gebäude noch fertig bauen. Nirgendwo. Was fehlt mir hier tatsächlich ein Farmer? Jetzt muss ich 6 Farmer machen. Was gefällt da nirgendwo? Der Steinbruch? Die dämliche Quarry, die gefällt mir nirgendwo. Och, Schwester, ich hab mich irgendwie mit der Stelle, wo ich den hingesetzt habe, angefreundet. Ich hab mich mit dir abgefunden und ich kämpfe gerade mit mir. Halt mal nirgends. Schön. Die friesische Dreckding. Ah, das braucht noch Holz. Aber jetzt habe ich auch 2 Forester. 11 Loks. Und da haben wir 32 Loks. Oh, ich kriege Holz zusammen. Geil. Und der Feuerholzmensch schlägt Feuerholz. ...24 erwachsene Leute und 9 Kinder. Wie sieht's bei dir aus? 25 Erwachsene, 12 Kinder. Das war bei mir der eine harte Winter, der hat viel kost. Ja. Das hast du direkt gemerkt.
Ah, 10 Kinder. Hast du mal ein Kind geboren? Ich liebe so dieses warme Grün, wenn das vom Winter zu Frühling umschlägt und dann dieses warme Grün kommt. Ich liebe, ich gucke das einfach gerne an. Taylor. Ah, der hat schon immer kein Leder, ne? Kann immer nichts produzieren, dann weg mit dem Taylor. Aber wir haben zwei warme Kleidung. Was macht denn der die ganze Zeit? Schnappt sich das Leder und macht da nichts draus. Sehr schlecht. Irgendwie muss ich rausfinden, wie man mehr Leder macht. Ah, mit Kuhfarmen, na natürlich. Ich brauche auf jeden Fall dann so einen Händler. Ein Trading Post. Einfach hier an der See gemacht, dann geht's. Dann kommt der hier hin. Entlang, ne? Es wird aber grün. Ach so, am Fluss kann man den positionieren. Da mache ich noch einen Fluss. Offiziell halt am Wasser, ne? Aber der, also ich habe den bis jetzt immer über den Fluss fahren sehen. Ich weiß nicht, ob der um den See zu dir kommt. Ja, ich weiß es auch nicht. Weil das ist ein Schiff. Aber hier ist noch ein hier ist noch eine schöne Stelle für die Trading Post. Sehr schön. Doch, hier, die gefällt mir. Kommt der hier hin. Wird natürlich pausiert. Oder doch, lass mal, wir haben eh keinen Bauarbeiter, dann können die nämlich schon mal abholzen. Damit ich später meine Kühe bekomme. Ich muss dich mal ganz kurz weglehnen. Bin gleich wieder da. Ja, sicher. Jawohl, neue Labora. Wir brauchen Kühe für Leder, dass uns das Leder nicht ausgeht. So wenig Leder immer. Ich sammle jetzt erstmal wieder 20 Leder an, damit ich diese warme Kleidung bekomme. Mit 4 kann man nicht viel anfangen. Da lohnt sich kaum, den Taylor anzuschalten. Aber es wird doch schön. Nahrung ist... Oh. Ah gut, die kommt ja jetzt wieder. Geht uns zwar jetzt aus, aber die kommt ja wieder. Und zwar mehr, weil wir jetzt hier auch noch dieses Feld haben. Und Blacksmith könnte man den mal ausstellen, ne? Cool Summer dann. Cool Limit 50. Wir stellen den Blacksmith einfach mal aus. Dann haben wir noch ein Labora mehr. Bei mir Handeisenwerkzeug wieder ziemlich viel. So. So. Aber ein existenzielles Quarry-Problem. Welche nicht, wo du denn hinstellen sollst? Ich will dieses Spike nirgendwo, ne? Aber schon kein Stehen mehr. Dann bauen wir dieses Haus hier weiter. Food Reserve Low. Aber die kommt ja bald. Ich habe ein existenzielles Quarry. Ja klar, das kann ihn schon belasten, so eine Quarry. Ja, so. Ich finde die auch sehr belastend. Aber mein Feuerholz
ist in Ordnung. Und hier, ach, die Holzreserven sind da. Also zu groß und zu klobisch und zu... Also irgendwie kriege ich nicht mehr Fleisch oder Leder, wenn ich mehr Hunter einstelle. Irgendwie passiert dann trotzdem nichts. Vielleicht hängt das wirklich irgendwie damit zusammen. Wie viele Tiere und wie sinnvoll und... Ich lasse mal die Hunter auf 2. Fertig. Ist wie es ist. Irgendwie passiert da nicht mehr oder weniger. Ich lasse mal auf 2 und dann habe ich wenigstens ein Laborer mehr. Es kommt ab und zu mal was rein. Aber ach, nicht irgendwie gefühlt mehr, als ich nur einen Hunter hatte. So. Pausiert. Nur damit ich weiß, dass du da bist. Dann bauen wir hier erstmal noch ein Haus. So, jedes Jahr so ein Häuschen bauen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wie du sagtest. Jetzt nach und ja, nach mal meine. Dass ich jetzt nach und nach mal meine Baustellen wegbekomme, bevor ich jetzt hier eins nach dem anderen neu baue und immer wieder und immer neu. Aber Stein ist auch gut. 17. Ah, oben steht's hier. 34. Naja, was ist gut, aber es wird. Es ist nämlich 0. Ah, Steinhäuser haben mehr Wärme als Holzhäuser. Vielleicht sollte ich jetzt mal anfangen, da oben Steinhäuser zu bauen. Wenn ich schon die Quarry habe, dann verbrauche ich auch weniger Holz. Nicht merklich viel, aber... Zehn Eisen. Okay. Ah, die brauchen aber dann wiederum Eisen. Oh gut, da haben wir ja eigentlich noch ein bisschen. Könnte ich hier abfarmen. Also Eisen ist hier richtig viel. Ja, Eisen ist ja gar kein Problem. Und da oben, was da noch Eisen ist. Wenn ich jetzt die ganze Stadt vorplane, mit 1000 Baustellen, die pausiert sind. Ja, ich habe auch überall pausierte Baustellen. Aber so Stück für Stück arbeiten die sich jetzt ab. Und das funktioniert. Das funktioniert. Ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen Fleisch dabei gekriegt. Es kommt auch gleich wieder Leder rein. Ja, bei mir ist es einfach auch mit so der Fakt, dass ich jetzt halt einfach so halbwegs manierliche Wege schön dorthin will. Ich bin da ja halt so. Ja, stimmt. Ich finde jetzt aber schlecht, sieht es jetzt bei mir auch nicht aus. Ich habe jetzt auch hier... So meine Quadranten. Bei mir ist es meistens irgendwann viel zu strukturiert. Ein bisschen unordentlich macht das Ganze auch nochmal schöner. Der Wimmelfaktor. Aber ich kann es halt eben nicht. So, dann haben wir nochmal ein Häuschen mehr. Wunderbar. Was ist das? Pfeil nach oben. Woodcutter, kann ich ihn upgraden? The production limit for this resource has been reached. Was heißt denn das? Alter, ihr Limit ist erreicht und muss ein Limit vorstellen. Ah, ach so. Dann haben wir 300 Feuerholz. Ja, 200 ist ja immer, geht ja immer ziemlich schnell aus. Aber es funktioniert. Ich kriege Holz. Zwei Forester, ich kriege Holz. Ich krebs nicht mehr so darum wie vorher.
Jetzt hätte ich gerne dann den Trading Post weitergebaut. Ah, der wird auch gebaut. Sehr schön. Und ob wir mal fertigstellen, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Das war's schon wieder von mir und meiner Seite aus. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel bisher so gefällt. Oder generell, wie ihr zu... Na gut, ihr steht bestimmt zu Aufbauspielen, sonst würdet ihr euch das doch jetzt nicht bis zum Schluss angucken. Würde euch das doch nicht antun. Nee, das doch wird sich sonst keiner antun. Außer, nö. Nö, gibt's ein Außer? Ich weiß es nicht. Da, schaut gerne mal sonntags auch bei mir auf Twitch vorbei. Dort mache ich immer Indie-Horror-Games, Livestreaming mit einer Menge Jumpscares und Fun. Für euch zumindest. Ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Euer Ghosty.